warum man im Sommer nicht Bus fahren sollte. Korrekt wie ein englischer Pendler habe ich mich an der Haltestelle postiert. Ich will ja nicht aussehen wie einer, dem sie das Fahrrad geklaut haben. Haben sie nämlich. Und wer sich seinen Drahtesel klauen lässt, der muss Bus fahren. Das ist das Gesetz der Straße und das ist sein Opfer. Am Fahrkartenautomaten stehen zwei Rentnerinnen und fragen mich: Junger Mann, können Sie uns bitte mal helfen beim Fahrscheinerwerb? Ich liebe kleine Omas, aber diese beiden Omsen sind nicht von der Sorte sympathisch, sondern stumpf wie zwei weggefaulte Bäume. Das kommt mir gelegen, sage ich, nehme den dargebotenen handgebügelten 20-Euro-Schein und stelle 7 Fahrkarten aus, 2 für die Damen und 5 für mich auf Vorrat. Danke sehr, sagen die Damen brav, und als ich ihnen das arg dezimierte Wechselgeld aushändige: Ach Gott, ist das teuer geworden! Ja, sage ich, diese Verkehrsunternehmen sind völlig verrückt. Die Damen lachen, drücken mir 3 Euro in die Hand und sagen: Ach, Sie netter junger Mann, kaufen Sie sich doch eine Grützwurst. Lecker wird gemacht, sage ich, stecke das Geld ein. Früher, da haben wir noch 3 Groschen bezahlt und damit kam man bis nach Krakau. Sagt mir eine der Damen, ich sage, wären Sie ein bisschen weitergefahren, hätten Sie gewusst, was die damalige Regierung in Auschwitz macht. Begriffsstutzig schauen mich die 2 Kalkpropfen an. Alleine die Milch, wechseln Sie das Thema. Die Milch ist teuer und das Brot und Eier. Legen Sie los und eifern sich. Ich hole schnell mein Handy heraus und tue so, als ob ich telefoniere. Eine Grützwurst bitte, bla bla bla. Dann kommt der Bus. Ach, ist das heiß heute, suchen die beiden Befindlichkeiten zu schwatzen mit dem Busfahrer. Jo, sagt er. Das macht er ihn immer so geschafft. Jo. Sollte man ja eigentlich zu Hause bleiben. Jo. Aber wir müssen ja auch mal in die Stadt, ne? Jo. Nicht hutet. Jo. Dann steigen sie endlich ein. Die Geschwindigkeit der Missverständnisse. Nein, die Geschwindigkeit der Welt ist eine Geschwindigkeit voller Missverständnisse. Dann, endlich im Bus, bemerke ich, ich bin unbefugt in eine Art Club eingedrungen. Alle Businsassen gucken mich an wie eine Horde Mungos, eine Natter. Sie riechen den Fahrradfahrer in mir. Guck mal, der ist ja noch so fit. Höre ich ein gollumhaftes Wispern. Mir folgen sämtliche Augenpaare, so wie ein enormer Silberblick, bei dem ich nicht feststellen kann, welches Auge mich verfolgt. Wahrscheinlich die Schnittmenge der Sichtfelder. Heute ist wieder so ein Alle-gucken-Tobi-an-Tag. Na toll, ich fühle mich makelbehaftet, als hätte mir jemand mit Edding irgendwie was auf die Stirn geschrieben oder als würde ich der Kopf einer langen Schlange an der Supermarktkasse sein und 56 Cent mit einer Karte bezahlen. Paranoid murmel ich Warnsignale in meinen Ärmel und dann: Kind, bitte komm, Kind. Dann kommt ein zahnloser Mann und hält den Platz neben sich frei und spricht: Meine Pö, komm mir nicht hin. Was? Meine Pö, komm mir nicht hin. Gleich hat er mir ihre zu. Ach, sage ich, ihre Frau kommt da noch hin. Ja, danke schön. Ich denke, die wollen, gehören alle ins Krankenhaus, aber fahren stattdessen ins Einkaufszentrum, diese Bekloppten. Dann erntet die Krönung dieses Menschenzoos das Busgehäuse. Also 2 ältere Frauen, so eine davon mit so einer völlig verstrubbelten, verwarzten Frisur, mit Eigenfett vergilbtem Kopfkissen über Nacht gar gegoren. Sie unterhalten sich laut zusammen mit der augenscheinlichen Tochter. Und die Tochter sieht nicht besser aus, sondern eher wie so eine krumme Hexe mit Kaktus-Afro und Plastikspangen darin. Und sie gehören eigentlich zum Zahnarzt, aber sind stattdessen jedes Mal ins Piercing-Studio abgebogen. Die ältere von beiden setzt sich entgegen der Fahrtrichtung und spricht in den hinteren Busraum hinein. Die jüngere in Fahrtrichtung 2 Sitze weiter nach vorne. Das hindert sie trotzdem nicht daran, allem sich miteinander zu reden und beschallen beide in beide Richtungen das Busgehäuse. Die beiden Monster können nicht aufhören zu labern. Sekunde. So. Obendrein riecht's. Olfaktorische Emissionen machen sich breit. Die stehende Busluft schaufelt mir aus der Richtung der schwatzenden Fratze eine Schippe Pestilenz nach der anderen herüber. Krankenhausfälle, Abfälle, denke ich. Ich bin langere Zeit der Sonne ausgesetzt oder was. Wie um ihr Revier damit zu markieren, schubbert die unablässig plappernde Frau mit ihrem Unterleib auf der Sitzfläche herum. Schuber, Laber, Schuber, Laber, Schuber, Laber. Nilpferde, denke ich, Nilpferde. Nilpferde schleudern mit Hilfe des Schwanzes propellerartig ihren Kot durch den Busch. Diese Frau macht es ähnlich. Sie will ihr Revier markieren. Und die Schoß, der Schoß von ihr scheint die Quelle des Gestanks. Das hintere Abteil, das ganze hintere Abteil ist wirklich passiert. Zieht mittlerweile groteske Gesichter vor Ekel verzerrt wie Theatermasken. Ich probiere Schnappatmung so. Und atme in meine Jacke hinein und in meine Hand und in meinen Rucksack und was weiß ich, was ich noch finde. In eine Brotbox von vor 2 Wochen. Bessere Luft.
und Luft anhalten und dann drücke ich mein Gesicht an die mit einem schmatzigen Feldfilm überzogene Fensterscheibe und ich versuche einzelne Sauerstoffatome durch das Glas hindurch zu saugen. Von außen muss ich aussehen wie einer dieser Aquarium-Sauberputzwelpen. Sieht aus wie SpongeBob, wie in so einer SpongeBob-Folge, wo alle Insassen des Kiosks an der Scheibe kleben. Keine Ahnung, was gäbe ich jetzt für einen Hitlerbart aus Pfefferminzpaste? In mir regt sich eh schon der kleine Hitler. Hitler. Ehrlich jetzt, beinahe hätte ich sogar mit dem Rauchen angefangen. Oder mit dem Brennen. Hätte besser gerochen. Egal, schon wenn jemand furzt, habe ich die abartige Vorstellung, dass man das mit jedem Furz quasi Kacke einatmet. Ja? Das sind einzelne Atome von Kacke. Mann, verlockend glänzt neben dem Fenster der angebrachte Nothammer. Töten. Dann entdecke ich, und bevor ich zugreife, trotzdem noch die Außenluke. Ich schlage ein Loch hinein, oben durch das Busdach dringt wohltuende Außenluft, vermischt mit Abgasen hinein. Doch mit den hereinsickernden Außengeräuschen nimmt auch das Zwiegespräch der beiden den Evolutionsgang im Rückwärtsgang genommen habenden Damen den Schwung, die Lautstärkekurve nach oben. Ich schnappe eine folgende Fetzen auf. Und dass der Klaus so ein Arsch ist, der blamiert er mich, du, ich sag noch Gift, hätte ich dir mal geben sollen. Hinter dem Bier, wie der mich blamiert hat. Vor allem mich, ja, der mich blamiert, der blamiert doch alle. Und dass ich mit auch, ja, dass ich mit auch, ja, nein, dass ich was von blamiert hätte, den Schweine und was von Arsch ist das? Da bin ich hin und hab nie mehr gesagt, halt die Fresse. Und ich sag ganz ruhig geworden, ich seh die Arsch doch, wie kann der nur, wie kann der nur? Ich stand auf und sagte, halt der Feine die Fresse! Mann, ihr blamiert die gesamte Menschheit! 4000 Jahre! Und ihr habt Pyramiden gebaut! Ihr Demutanten, ihr wisst wahrscheinlich nicht mal, was das ist! Haltet eure stinkenden Mäuler und wascht euch! Und wenn ihr zu Hause kein Waschbecken habt, dann springt ihr in den Kanal! Mann, eure Hosen stehen dabei von alleine! Sei eklig, nehmt ihr Buttersäure zum Tee oder was? Ich lieber Tunnel! Den Nebelkrähen! Und du, wendete ich mich an den Zahnlosen, du bist cool. Damit kehrte die eine auf. Was bist du denn, ey? Ich will, dass du zu Hause bleibst! Bist du so noch zum Verhungern oder was? Überhaupt, was ist denn das hier für ein Zoo? Mensch, Zoo! Gingen wir alle Pferde mit Sicherung mit mir durch. Was ist das für ein Kabinett hier? Alles Einkaufszentrum oder was? Hä? Kopfzeug! Der Busfahrer bremst scharf. Zu meinem Entsetzen flog ich direkt auf eine der Frauen zu. Sie fuhr geifernd die Krallen aus. Ich konnte mich gerade noch so an einer Haltestange festhalten, dann rausch ich in den Körper hinein. Ich versuchte endlich, mich entgegen der Fliehkraft aus ihrem Kadaver zu hieven. Da merke ich, dass sie mich knuddelt. Vielmehr presste sie mich an sich. Nein, sie presste mich in sich. Ich fand mich wie ein Raupe im Schnabel eines Vogels, erfolglos. Nirgendwo fanden Hände Halt. Ich erhaschte einen Blick in ihr von Härme und gleichzeitiger Geilheit erstelltes Gesicht. Sie nutzte den Moment voll aus. Ich spürte ihre Hände auf meinem Arsch in meinem Schritt, wie so mehr von Protesten und Vorwerken, um mich tiefer in ihren versifften Körper hinein. So. Dann reißt mich der Busfahrer mit einem Ruck am Staffelchen aus der Frau. Er tritt die Türöffnung wie ein Mülleimer auf, schmeißt mich auf die Straße und sagt, du Freak, du kranker Vogel, was machst du hier in meinem Bus? Lass dir meine Fahrgäste hier zurück in deine Welt. So wankte ich von hinannen und kaufte ein neues Fahrrad. Danke.